Hallo ihr Lieben, in der heutigen Rezension geht es um dieses Buch und zwar Träume dich und stehle von Lilly Oliver aus dem Knauer Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es ist ein broschiertes Buch und kostet 9,99 € in Deutschland und 10,30 € in Österreich und hat 396 Seiten, falls ich mich nicht irre. Es geht um unsere Protagonistin Lara. Und Lara hatte einen Autounfall und liegt deswegen jetzt im Krankenhaus in der psychiatrischen Abteilung, weil ihr einfach alles im Gedächtnis fehlt, was diesen Tag betrifft und auch was sogar die letzten 2 Jahre betrifft vor diesem Unfall. Was da passiert ist, wo das alles hingekommen ist, wieso sie sich nicht daran erinnert und wieso sie das alles mit einem sehr starken Redefluss ohne Ende kompensieren möchte, müsst ihr selber hier rausfinden. Auf jeden Fall stößt dann Lara eines Tages per Zufall auf der Intensivstation auf Thomas, der im Koma liegt. Und sie fühlt sich direkt zu ihm hingezogen und spürt irgendwie diese erwartungsvolle Stille, die ihn umgibt, und fühlt sich einfach dazu berufen, sich zu ihm hinzusetzen und ihren Redeschwall quasi auf ihn abzulassen. Und das scheint ihm aber auch zu helfen, denn man sieht immer mehr, wie er auf ihre Stimme und auf ihre Erzählungen reagiert. Und so kommt es, dass Lara halt jeden Tag zu Thomas geht und ihm verschiedene Geschichten, die sie sich selber ausdenkt, erzählt und so sich selber als auch ihm hilft. Und wie es weitergeht, ob die beiden sich eventuell schon vorher kannten, vor dem Unfall und vor dem Gedächtnisverlust und vor dem Koma, oder eben doch nicht. Und wie es am Ende ausgeht, müsst ihr selber in diesem Buch lesen. Ganz kurz noch, bitte erwartet bei diesem Buch nicht, dass es eine Liebesgeschichte ist. Es hat Züge davon, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen kann es das halt nicht sein, weil nicht beide wach genug sind, damit es eine richtige Liebesgeschichte ist. Es ist mehr so ein Bewältigen der Vergangenheit und ein Weiterentwickeln der Charaktere. Ich muss sagen, ich bin normalerweise nicht so die Freundin bzw. die Begeisterte von solchen Art von Büchern. Also ich lese gerne Charaktere und Dialoge zwischen Charakteren in Büchern, wenn die halt aufeinandertreffen, wenn sie sich austauschen können, wenn sie sich aneinander auch irgendwie weiterentwickeln und so weiter. Die haben sich, also vor allem Lara natürlich hier auch sehr entwickelt, aber so einen richtigen Dialog kann es natürlich nicht geben, wenn einer der beiden im Koma liegt. Und das ist normalerweise jetzt nicht so meins, aber ich weiß, dass solche Art von Büchern normalerweise Tiefgang haben. Und ich habe jetzt letzte Zeit sowas in Büchern nicht unbedingt gefunden und habe danach gesucht und dachte mir, komm, probierst du das hier aus? Du hast ja schon ein Buch der Autorin gelesen und das hat dir gut gefallen. Deswegen weißt du auch, dass sie gut schreiben kann. Und ja, vielleicht gefällt dir das hier. Man weiß ja nie, wie lange so jemand im Koma liegt. Vielleicht ist er ja nach 10 Seiten wieder wach und dann gibt es auch Dialoge und so weiter und so fort. Gab es leider nicht. Man muss sagen, dass Thomas sehr lange Zeit hier im Koma liegt. Ich sage jetzt nicht, wie lange im Buch, aber sehr lange. Und es gibt halt eine ganz, ganz lange Zeit keinen wirklichen Austausch zwischen den beiden. Also Lara erzählt immer Geschichten und so, aber ich muss sagen, ich habe das nicht so richtig für voll genommen zuerst. Ich dachte mir die ganze Zeit, als ich es gelesen habe, also die ersten 200 Seiten von fast 400 Seiten, dachte ich die ganze Zeit, ja, schön und gut, ganz nett, aber wann passiert jetzt hier mal endlich etwas, was eigentlich wirklich wichtig ist? Also ich muss sagen, ich habe es nicht so richtig für voll genommen. Ich war jetzt nicht so richtig darin investiert und habe es auch nicht alles komplett in mich aufgenommen, weil ich dachte, da muss ja noch irgendwas kommen. Da muss ja Thomas muss irgendwie aus dem Koma aufwachen, da müssen sie sich unterhalten oder es muss irgendwas passieren oder irgendwas ans Tageslicht kommen. Es muss ja mehr geben als einfach nur Lara, die in seinem Bett sitzt und ihm Geschichten erzählt. Aber es gab es halt eine lange Zeit einfach nichts anderes außer das. Es gibt natürlich auch Sachen, die immer mehr ans Tageslicht geraten. Je mehr Lara erzählt, umso mehr steckt halt auch mehr hinter diesen Geschichten, die sie erzählt. Und da stecken halt Wahrheiten drin, die man vorher vielleicht nicht weiß. Und das fand ich ganz interessant gestaltet. Das hat die Autorin wirklich gut gemacht. Aber ich habe es halt im ersten Moment nicht gecheckt. Und es war für mich dann auch nicht so interessant, muss ich sagen. Ich fand es, ich sag's jetzt mal ganz gemein, obwohl es nicht gemein ist und ich will es auch nicht böse ausdrücken, aber ich habe mich viel dabei gelangweilt, ganz einfach, weil meine Erwartungshaltung einfach woanders lag. Es liegt nicht an dem Buch, es liegt überhaupt nicht an dem Buch, wie ich es jetzt gefunden habe. Wenn jemand sowas gut findet, sowas erwartet, der wird das auch super toll finden. Es ist nur an sich ich
und wie ich Bücher lese und was ich an Büchern gerne mag. Und das hat es halt nicht ganz getroffen. Deswegen habe ich halt die ersten 200 Seiten, so die Hälfte des Buches, mich nicht so in diesem Buch investieren können und nicht so viel Interesse daran gehabt, das Buch überhaupt weiterzulesen, weil ich das Gefühl hatte, wir kommen nicht vom Fleck. Das ist eigentlich der Sinn auch des Buches, weil es ganz langsam vorangeht und ganz langsam die Erkenntnis immer mehr erwacht, was eigentlich in Laras Vergangenheit passiert ist. Und das hilft, dieses Geschichtenerzählen und Zusammensein mit Thomas hilft dabei, das wieder nach oben zu holen. Und man hat ja auch die Sicht von Thomas, der halt währenddessen das auch irgendwie mitkriegt, dass sie da ist und seine Träume hat und darin auch verarbeitet, was ihm in der Vergangenheit passiert ist, was auch sehr nett war. Und dass das so langsam ist, ist halt nicht unbedingt etwas, was ich gerne lese. Also dieser Ausschnitt, der hier aus dem Leben der beiden gezeigt wird, wäre nicht der Ausschnitt gewesen, den ich gerne gelesen hätte oder den ich gezeigt hätte, wenn ich die Autorin wäre, weil es so für mich der langweiligste Ausschnitt ist. Also so wie das Buch endet, eigentlich erst dann beginnt für mich die richtige Geschichte. Erst dann würde ich gerne lesen, was jetzt passiert, wie die beiden sich entwickeln. Da hat die Autorin für meinen Geschmack einfach zu früh den Cut gesetzt und zu viel Zeit dem davor gewidmet. Ich hätte das, was jetzt die 200 Seiten ausgemacht hat, sogar mehr, auf die ersten 100 Seiten gepackt und dann, was nach diesem Ende des Buches vielleicht passiert wäre, noch dazugefügt. Und dann wäre es für mich vielleicht persönlich besser gewesen. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Buch ist oder dass die Konzeption schlecht ist oder was auch immer. Das heißt nur, dass es für mich persönlich nicht so das Wahre ist, weil ich nicht so eine Leserin bin, die so eine langsame Erzählung gerne liest. Aber wer sowas gerne liest, der ist dabei sehr, sehr gut, glaube ich, und ist da sehr gut gelegen. Es fokussiert sich halt sehr auf Laras Sicht, auch wenn man immer wieder Thomas Sicht so ein bisschen hat. Aber Laras Geschichte ist schon wichtiger, weil Lara halt auch diejenige ist, die bei Bewusstsein ist und die halt auch Sachen weitermachen kann und sich verändern kann, im Gegensatz halt zu Thomas. Also die Charaktere sind alle seltsam auf ihre eigene Art und Weise, aber damit auch einzigartig. Also es sind jetzt keine 0815 Charaktere. Sie haben auch Probleme, die nicht so leicht zu lösen sind. Zum Beispiel, was Thomas angeht, was er in seiner Vergangenheit getan hat und wieso er zum Beispiel nicht so enge mit seiner Familie ist. Da dachte ich die ganze Zeit, immer wenn seine Schwester so vorgekommen ist, die kam nicht so oft vor, aber immer wenn sie vorgekommen ist, hat sie halt sehr viel rumgeschrien und war halt böse und so. Und dann dachte ich mir, was für eine blöde Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich weitergelesen und dann habe ich mehr Informationen bekommen. Und dann dachte ich mir irgendwie irgendwann so, ich kann sie ja doch jetzt verstehen, ne? Und Thomas hat jetzt auch nicht so wirklich gute Sachen gemacht. Vielleicht ist doch Thomas der Böse. Und dann hat man weitergelesen und dann dachte mir so, nein, eigentlich ist hier keiner der Böse. Die haben alle Fehler gemacht und sind alle total stur wie sonst was. Aber eigentlich ist keiner der Böse, weil jeder nur sich selber quasi schützen wollte und versucht hat, das Richtige zu machen. Und das hat die Autorin auch super hingekriegt. Also man dachte manchmal so, diesen Charakter kann ich gar nicht ausstehen. Und dann hat man weitergelesen und gedacht, oh, vielleicht habe ich mein Urteil zu früh gefällt. Also vielleicht ist das gar nicht so, wie ich vorher gedacht habe. Und das ist ganz nett gewesen. Das ist auch öfter so gewesen. Das liegt auch daran, dass Lara dadurch, dass sie halt eine bestimmte Krankheit hat, die man auch später erfährt, und halt diese Amnesie, dass sie halt so nicht so ein gutes Urteilsvermögen quasi hat und manchmal viel zu früh Urteile über Menschen zieht, obwohl sie noch nicht genug Informationen hat. Und sie ist quasi hier eine unzuverlässige Erzählerin. Also alles, was man aus ihrer Sicht erfährt, kann man und darf man eigentlich nicht sofort direkt glauben, weil sie halt nicht unbedingt die richtige Sicht auf die Welt hat, weil sie halt manchmal Probleme damit hat, etwas richtig einzuordnen und halt durch ihre Amnesie manchmal auch so irgendwie Zeitspannen und so in ihrem Kopf verliert und alles durcheinander gerät. Und das merkt man auch am Anfang. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil man halt durch Thomas nicht so viel erfährt, weil er die ganze Zeit in seinem Koma träumen ist und weil Lara halt so eine unzuverlässige Erzählerin ist und ständig alles durcheinander wirft und auch ein bisschen Verwirrung immer herrscht. Ist jetzt heute der Tag oder ist jetzt heute der Tag und was ist jetzt eigentlich wann passiert? Und wieso erzählt Lara das so komisch? Bis man dann gecheckt hat, man darf nicht alles glauben, was Lara eigentlich sagt und erzählt. Und da sie eigentlich aber der einzige Bezugspunkt zu dieser Welt ist, abgesehen von Thomas, der aber halt in dieser Welt nicht so richtig anwesend ist, muss man erstmal zusehen,
Was kann ich jetzt glauben? Was ist jetzt wahr? Was ist jetzt vielleicht nicht wahr? Oder was hat Lara da jetzt gerade eigentlich angestellt? Ist das jetzt richtig so oder eben nicht richtig so? Das hat die Autorin auch super gemacht. Also irgendwann war ich ein bisschen verwirrt, ein bisschen auch frustriert davon, weil ich auch fand, dass das manchmal ein bisschen zu lang ausgewalzt wurde. Aber das ist, wie gesagt, wieder nur mein Lesegeschmack. Ich glaube, anderen könnte das sehr, sehr gut gefallen, wenn sie sowas halt gerne lesen und auch sowas erwarten, dann könnte das, glaube ich, gut sein. Ich kann objektiv sagen, dass die Autorin das wirklich gut gemacht hat. Es gibt hier Twists drin und Sachen, wo man überhaupt nicht drauf gekommen wäre, wo man irgendwann denkt, so, ach, so ist das eigentlich. Manches hat man so angedeutet schon gemerkt irgendwann, weil es genug Hinweise darauf gab, wo ich dachte, ah, das ist bestimmt so und so und so und mit dem und dem und dem. Und dann habe ich das gelesen und gedacht, ja, habe ich mir gedacht, aber trotzdem gab es immer wieder so Gedanken und Momente, wo man dachte, ach so war das eigentlich. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte, das wäre nicht so wichtig, dieses Detail, aber jetzt ist es doch wichtig. Und das hat die Autorin wirklich super gemacht. Ich habe dem jetzt letztendlich 3 Sterne gegeben. Wie gesagt, objektiv gesehen ist das eigentlich ein gutes Buch, nur es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was total meinem Geschmack entspricht. Ich kann jetzt das Buch nichts für und die Autorin nichts für. Ist leider jetzt so, deswegen kann ich da nichts dran ändern. Wie findet ihr das Buch? Wenn ihr es schon gelesen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!